Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich sehe gefühlt in jedem Video gleich aus. Das liegt daran, dass ich drei Videos an einem Tag drehe und das jetzt das dritte ist. Und danach seht ihr mich in einem anderen Outfit. Ich verspreche es. Ich dachte mir, ich zeige euch heute mal meine Haarpflegeroutine. Sachen, die ich gerne benutze und Sachen, die ich mittlerweile nicht mehr benutze und wieso, weshalb, warum. Zeige ich euch, sage ich euch. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Also ich versuche es jetzt mal ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Das heißt, wir starten erstmal mit einem Shampoo. Ich benutze nur noch. Nee, das stimmt nicht. Ich benutze dieses Shampoo. Das ist das Matrix Moisture Me Rich. Ich glaube, das kennen mittlerweile super viele. Ich benutze seit Jahren gefühlt nichts anderes. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Ich habe dazu auch die Spülung. Ich habe jetzt aber nur stellvertretend dafür einfach mal das Shampoo mit hochgenommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei den Matrix-Produkten. Ihr bekommt Friseurqualität zu einem Drogeriepreis. Ist einfach so. Ich glaube, dieses große Schätzchen kostet 11 € oder so. Bei Coco Panda gibt es das manchmal günstiger oder beim Hagelshop, dass es einfach mal so 20 oder 15% gibt. Ich kaufe mir immer diese Riesenflaschen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar ist. Shampoo, Conditioner benutze ich immer zusammen. Also ich benutze nie nur Shampoo. Ich benutze immer Shampoo und Conditioner. Shampoo macht das Haar öffnet quasi das Haar und Spülung schließt den Haarschutzmantel wieder zusammen. Deswegen immer Shampoo und Spülung gemeinsam und nie ohne. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich sehr, sehr faul bin, was mittlerweile Masken betrifft. Das Einzige, was ich wirklich gerne benutze, ist so Olaplex. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, also Olaplex 3, was ja jetzt nicht so eine klassische Maske an sich ist. Olaplex hat ja eine Maske dazu gewonnen und zwar Olaplex 8. Aber ich weiß nicht, an diese Maske komme ich irgendwie nicht so gerne ran. Ich mag eher so Masken, nicht unbedingt, die ich mir jetzt ins feuchte oder nicht unbedingt Masken, die ich mir jetzt ins trockene Haar gebe. Das ist jetzt völlig unrelevant. Ich bin nur wirklich sehr, sehr voll, was das betrifft. Und mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so akribisch, was Haarpflege betrifft. Ich glaube auch, seitdem ich dann nicht mehr ganz so. Heute ist der siebte Tag, ich muss jetzt Olaplex benutzen. Bin. Es ist auch ein bisschen besser geworden. Meine Haare glänzen, sie sind am Wachsen und also ich will sie auf jeden Fall noch so ein Stückchen bis hier so ein Stückchen muss da auf jeden Fall noch ran. Hätte ich gerne wieder ein bisschen länger. Deswegen will ich da jetzt auch nichts abschneiden. Aber wie gesagt, ich bin da nicht mehr ganz so. Hinterher ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich bin nicht mehr ganz so streng zu mir und meinen Haaren. Was mir bloß immer wichtig ist, ist Shampoo und Conditioner. Maske, müsste ich mir vielleicht so ein bisschen mehr in den Arsch beißen. Ansonsten, wenn ihr eine Maske benutzt, Shampoo, Maske, Spülung. Spülung immer zum Schluss und Spülung auch nie vergessen. Welche Masken ich gerne mag, ist zum Beispiel die Maria Lila Maske. Das ist so in so einem Tigerchen. Ja, da braucht man aber wirklich viel Zeit. Und das ist das, was ich immer nicht habe oder worauf ich keine Lust habe, mir die Haare zu waschen, mir eine Maske ins Haar zu geben und die dann so 5, 10 Minuten einwirken zu lassen und dann wieder auszuwaschen. Da fehlt mir einfach die Lust. Ansonsten, ich habe die Olaplex-Maske in der Nummer 8. Ja, ist okay. Hätte ich jetzt aber nicht gebraucht. Ich glaube, ich habe sie erst 3, 4 Mal benutzt. Sie haut mich nicht vom Hocker. Ansonsten hätte ich sie wahrscheinlich schon öfter benutzt. Was ich mittlerweile gar nicht mehr mache, ist mir irgendwelche Pflegeprodukte über Nacht einziehen. Das heißt zum Beispiel das Olaplex 3, also dieses Aufbauprodukt habe ich mir damals immer ins nasse Haar gegeben. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Also das mache ich dann so, dass ich es wirklich so 20 Minuten in so einem Dödel drin habe. Und wenn es dann fest ist oder so, dann kann es auch raus. Also es muss nicht mehr über Nacht eingezogen werden. Ich habe die Olaplex-Produkte immer noch wirklich sehr, sehr gern. Ich habe auch noch Olaplex 4, 5 und auch das 6er. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so streng, dass heute ist der achte Tag, ich muss jetzt Olaplex 3 benutzen. Ich mache das einfach nach Gefühl, so wie es einfach passt und dann benutze ich die Serie. Allerdings muss ich sagen, wenn ich die 3 benutzt habe, benutze ich auch die 4, die 5 und die 6. Okay, die 6 benutze ich eigentlich immer. So, dann benutze ich gerne mal ein Reinigungsshampoo. Das habe ich aber schon immer gerne benutzt. Das benutze ich eigentlich immer, wenn ich die Olaplex Nummer 3 benutze. Einfach um meine Haare so ein bisschen zu befreien von Rückständen, von Haarspray, von Gelen, von
Pflegeprodukten, die da einfach noch drin hängen. Das ist ein Produkt, welches aus so einem grobkörnigen Material ist, einfach. Konsistenz ist es wie so Salzpartikelchen, glaube ich, sowas ist es auch. Reinigendes Salzshampoo, Haselnuss große Menge ins feuchte Haar einarbeiten, Produkt auf Kopfhaut einmassieren und anschließend im restlichen Haar verteilen. Was ihr allerdings auch machen könnt, ist, wenn ihr nicht unbedingt immer ein Silbershampoo benutzen möchtet und ihr eine Blondine seid, ist das auf jeden Fall auch eine Alternative. Das macht das Haar auch nochmal strahlender und schöner. So, wenn ich jetzt also ein Reinigungsshampoo benutzt habe, benutze ich immer die 3 danach und zum Auswaschen die 4 und 5 von Olaplex. So, und dann habe ich ja ein relativ, außer jetzt, ein sehr, sehr beiges, silbriges Ergebnis auf dem Kopf. Also mein Ansatz ist in einer Nummer 6 und die Längen sind sehr, sehr aschig. Womit ich meine Haare gerne auffrische, ist jetzt nicht unbedingt ein Silbershampoo, könnte aber benutzen, trocknet meine Haare aber sehr, sehr aus. Ansonsten, welches Silbershampoo ich gerne benutze, ist das Fanola. Das klassische Fanola-Shampoo, ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Ansonsten kann ich euch das empfehlen. Wenn ihr eine ähnliche Haarfarbe habt wie ich, ist das optimal. Gerade so, wenn ihr einen kleinen Ansatz habt, um einfach den Ansatz so ein bisschen erträglicher zu machen, weil das ein Shampoo ist, was einfach gleich so eine Farbnuance mit drin hat. Das ist die 821, ein Silberbeige. Und das hat wirklich meine Haare immer sehr, sehr schön strahlend gemacht. Auch den Ansatz so ein bisschen von meinen gräulichen Haaren so ein bisschen befreit. Ich mag das sehr gerne. Mittlerweile sind die Abpackungen auch größer. Damals waren die so schmal, also richtig krass. Kann ich euch mal verlinken. Habe ich, glaube ich, von Amazon gekauft. Dann liebe ich alles, was so Leave-in-Creams betrifft, weil ihr wisst, ich bin mittlerweile ein bisschen faul, was so Auswaschen betrifft. Deswegen liebe ich Leave-in-Creams. Zum Beispiel die Nummer 6 von Olaplex, die benutze ich immer. Also bevor ich mir die Haare föhne, style, irgendwelche Produkte, also irgendwelche Wärme benutze, gebe ich mir immer die 6 ins Haar. Die finde ich sehr schön. Die macht die Haare strahlend, glatt und spendet Feuchtigkeit. Perfektes All-in-Produkt für jedermann. Auch wenn ihr keine Olaplex-Produkte benutzt, also keine 3, 4 oder 5, könnt ihr euch die 6 auf jeden Fall sowieso holen. Oder auch wenn ihr die 6 nicht benutzt, könnt ihr euch auch gerne die 3 holen. Also ihr müsst nicht alle Produkte benutzen, um überhaupt eins zu benutzen. Dann bin ich eher der Fan von sowas, also eher so vom Sprüh. Leave-in-Creams, das ist jetzt das Hydrasource, das ist ein feuchtigkeitsspendendes Spray für trockenes Haar. Das gebe ich mir auch ganz normal in die Haare, großzügig. Und dann habe ich noch das ist eine Creme, das gab es aber auch mal bei mir hier quasi. Zum Sprühen habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, deswegen benutze ich das. Das ist quasi noch eine Nummer stärker, das ist quasi für Haar, welches sehr, sehr demoliert ist, sage ich einfach mal. Das ist das So Long Damage Break Fix. Das ist ein Leave-in-Elixier. Das gebe ich mir allerdings wirklich nur so in die untere Partie meines Haares. Bei dem anderen hier gebe ich mir das ja überall großzügig einfach rein. Ich habe sowas immer gern zu Hause. Was ihr bedenken müsst, ist, ich benutze auch gerne mal ein Öl, aber Öl spendet eurem Haar keine Feuchtigkeit. Also das ist wirklich eher sowas, um dass wenn ihr die Haare so ein bisschen gelockt oder glatt habt, einfach so ein bisschen mehr Glanz in die Haare zu zaubern. Das macht jetzt nicht sonderlich viel Griffigkeit. Ja, ich mag das gerne, um gerade so die Enden, die vielleicht so ein bisschen abgeschnitten werden müssten, so ein bisschen mehr anzugleichen und nicht mehr ganz so frizzy aussehen zu lassen. Da habe ich das von Matrix Biolage. Das ist ein Serum für widerspenstiges Haar. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe auch noch eins von Maria Nila, aber das ist völlig Humpe. Also ob ihr da ein teures oder ein günstiges habt, gebt euch das wirklich nur so in die Längen und in die Spitzen und damit sehen die Haare gerade unten, wo die Haare einfach so ein bisschen frizzy sind, wirklich viel, viel schöner aus. Dann habe ich zwei Produkte und zwar, die habe ich auch aufgebraucht. Das sind Glanzsprays. Mittlerweile habe ich keins. Ich fand das überragend. Ich muss mal gucken, wo es das gibt. Es ist mittlerweile teuer, weil es das so, glaube ich, nicht mehr gibt. Matrix ist ja irgendwann mal so vom Markt verschwunden und dann plötzlich doch wieder zurückgekommen.
Das ist das Matrix Biolage Sugar Shine Spray für normales Haar. Das finde ich toll. Ich liebe dieses Produkt. Ich mochte die Reihe selbst nicht, aber dieses Spray finde ich wirklich, wirklich super. Ich muss mal gucken, ob ich es mir nachkaufe. Ich hatte dann ein Alternativprodukt von Mermaid and Me zugeschickt bekommen, das Shine On. Allerdings muss ich sagen, dass ich mittlerweile ja nicht mehr mit Mermaid and Me zusammenarbeite. Vielleicht haben die einen oder anderen es mitbekommen. Es ist einfach so, ich habe feuchtigkeitsbedürftiges Haar, ich habe koloriertes Haar, ich brauche einfach keine Produkte für normales Haar, ich brauche keine Produkte für feines Haar, also keine Shampoo oder keine Spülung oder so. Und wenn ich dann aber trotzdem alles irgendwie irgendwo bewerben muss, dann ist das nichts für mich. Dann schließe ich mich da aus, dann bin ich da raus, dann bin ich da weg, dann ist das wirklich nichts für mich. Solche Leave-In-Sachen, die finde ich immer toll, die benutze ich. Ich habe auch viel für Curly-Haar und so, aber so feine Sachen und sowas, alles. So ein Haar habe ich nicht. Da habe ich dann irgendwann das zugedreht und dachte mir so, nee, es ergibt keinen Sinn. Dann eine Sache, den Dyson Airwrap. Ehrlicherweise muss ich gestehen, den benutze ich gar nicht mehr. Vielleicht komme ich da irgendwann wieder ran. Ich föhne mir jetzt die Haare mit einem Föhn. Ich kann euch den mal einblenden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Den finde ich super toll. Da fasst man unten den Griff an. Und wenn man ihn anfasst, dann geht der Föhn quasi an. Und lässt man den Griff wieder los, dann geht er wieder aus. Ich finde die Produkte von der Firma überhaupt gut. Ich müsste mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Finde ich super toll. Ich habe davon auch ein Glätteisen, einen Lockenstab und sowas alles. Aber ich benutze zurzeit einfach nur ein normales Glätteisen, was ein bisschen breiter ist. Wartet mal, ich habe jetzt doch mal Beines geholt. T3. Das ist der Föhn. Ich finde, der sieht auch super schön aus. Ich glaube, dazu gibt es keinen Diffuser. Auf jeden Fall kann man ihn hier anmachen. Hier stellt man einfach die Power ein und hier die Gradzahl. Ich finde ihn super, habe ich gerade schon gesagt. Fasst man ihn an, geht der Föhn los, lässt man ihn los, geht der Föhn aus. Und hier vorne hat es auch eine Kühltaste. Überragend. Ich mag das Prinzip des Föhns. Ich mag auch das Glätteisen. Ich mag den Lockenstab. Ich finde, die sehen richtig hochwertig aus, die Dinger. Und dann ist das mein Glätteisen, womit ich einfach Locken mache. Das ist kein GHD. Mir war einfach nur wichtig, dass es breite Platten hat, die aber beschichtet sind, damit man so ein bisschen einfach Volumen und ein bisschen Locken zaubern kann. Man kann hier die Gradzahl einstellen und das Kabel ist einfach drehbar. Damit ist es perfekt. Ich glaube, ich habe es vor 3 Jahren mal bei Amazon gekauft, weil ich unbedingt sowas haben wollte. Ich finde es super. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen: Hitzeschutz. Ich benutze nur noch Hitzeschutz, obwohl ich ja weiß, dass, glaube ich, hier in dem Olaplex auch so ein bisschen Hitzeschutz drin ist, wenn ich mich nicht irre. Allerdings benutze ich das. Das habe ich mir zugeschickt bekommen. Das ist von L'Vital, das Dreamlinks Hitzeschutzspray mit Vitamin und Rizinusöl. Man riecht es auch. Es riecht richtig, richtig gut. Bis 230 Grad. Und ich finde das so schön. Also man kann ja sagen, was man will, aber meine Haare sehen jetzt nicht unbedingt ungepflegt aus. Und das war immer die Seite, die so ein bisschen kaputter war, also die mir komplett abgebrochen ist. Und die Seite war ein bisschen griffiger. Deswegen bin ich da einfach sehr, sehr vorsichtig. Das ist das andere Öl, was ich noch zu Hause habe. Das ist von Maria Nila. Das wird wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre reichen. Guckt mal bitte, wie wenig da raus ist, weil man einfach auch nur einmal sich das reingibt und dann reicht das fürs ganze Haar. Aber da ist wirklich egal. Das ist ein Arganöl. Und was ist das für ein Öl gewesen? Kamille. Okay, gut zu wissen. Und dann habe ich noch eine coole Sache, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Das ist das Color Wow und zwar der Dream Code. Der Dream Code, das ist ein Spray, welches ihr euch als letzten Schritt ins Haar gebt. Also entweder vorm Glätten oder. Also ihr habt alle Produkte ins Haar gegeben: Hitzeschutz und Glanzspray, Leave-In-Cream, Leave-In-Spray, was weiß der Geier. Dann würde nur noch das folgen. Und dann föhnt ihr eure Haare glatt, lockig oder ihr stylt sie mit dem Glätteisen oder mit dem Lockenstab. Und damit sind eure Haare wie so Wasser abgeperlt. Also wenn es regnet, ohne Spaß, ohne Scheiß jetzt, wenn es regnet, dann perlt der Regen quasi von euren Haaren runter. Ohne Spaß, das ist richtig, richtig krass. Und das hält bis zu 3, 4 Haarwäschen.
Aber das ist jetzt kein Ultra-Muss, also das müsst ihr euch nicht kaufen. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Das habe ich bestimmt auch schon ein Jahr. Benutze ich auch relativ selten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch nicht immer. Ich glaube, man muss sogar die Haare glätten oder locken. Mache ich aber nicht jedes Mal. Deswegen, ja, okay. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi. Und dann auch mit einem anderen Outfit. Sorry.